Kann ich vielleicht irgendwie Socke auf Socke Das sind stapeln? immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja Nee. nicht wie ein Idiot. Ja, okay, ich hab's verstanden. Du möchtest nicht wie ein Idiot rumlaufen. Alte Fluchtpläne. Alte Fuch Ach, Fruchtpläne. meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das war. Meistens laggt es immer, aber wie gesagt, es liegt an der Aufnahme. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht ab Fraps oder so, ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas? Da oben eine Glühbirne, die Truhe könnte. Wollte er den Alles, was Löffel? mir mein Vater vermacht, Ja, und bla bla bla, ohne ba mich. ba ba ba! Nein, 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 nein. Nicht anlabern. Okay, Socken, 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 so viele Socken. Was ist das? Das konnte ich ja nicht öffnen, ne? Den Schlüssel muss wohl tun. Okay. Öffne mal das Teil, bitte. Gott, das ist so scheiße nervig, wenn das rumlegt. Das macht beim Spielen dann nicht wirklich so viel Spaß, aber gut, damit muss ich halt eben zurechtkommen. Okay. Altöldose. Kann ich vielleicht? Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Okay. Das hat sich gereimt. Waschmittel. In den Topf. Nein, das Zeug schmeckt nicht. Been there, done that. Okay. Was? Ein Haufen Zettel. Vielleicht kann ich die Haufen Zettel als Ding benutzen dann. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Ja, es ist ja anscheinend. Ach nee, ich sag einfach gar nichts. Also, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, ich kann hier nicht durch. Ich habe hier diese blöde Zahnbürste, wo mir die ganze Zeit schon auf die Nerven gehen. Sie verspottet mich. Na, warte. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Vielleicht passt es ja doch mit dem Topf. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach so Sachen durch. Das ist halt das Ich Problem bei. bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Okay. Ja, das ist halt eben. Greg. Das ist halt eben nur mal das Problem bei Point-and-Click-Adventures. Man weiß. Oh. Ich stelle mich aber auch doof an, dass ich nicht einfach mal dahin gehe. Gut, geh mal da mal hin, Nein, ne? ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Au, 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 au. Okay. Haben wir unten noch irgendwas? Was? Herdplatte? Okay. Well, look at the Herdplatte. Kalt. Kalt. Okay. Ja, also die Kammer habe ich gecheckt. Die Spüle, was ist das? Was ist nochmal? Die Gabel. Ich wollte gar nicht die Spüle, ich wollte die Gabel. Das habe ich da vorhin auch schon versucht, aber wahrscheinlich war ich nicht richtig drauf. Ich hätte halt besser gucken sollen. Okay. Wahrscheinlich kann ich nicht irgendwas mit der Gabel anstellen. Gabel, Gabel. Gabel. Ach, ich will ganz schnell nach unten gehen. Gott. Aber eigentlich muss ich hier hingehen. So. Gabel. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Yes! Perfekt, Fortschritt. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Okay. Oh, das ist so nervig bei diesen Point-and-Click-Adventures, diese Rätsel immer. Kann ich das vielleicht doch nochmal mitnehmen? Nein, ich habe noch nicht. Nein, anscheinend nicht, oder? Nein, weil ich hätte wahrscheinlich gedacht, dass das jetzt vielleicht das Item wäre, das, was ich hätte gebrauchen können. Aber anscheinend nicht. Goddammit. Okay. Was soll ich denn da? Was zur Hölle? Vielleicht soll ich es ölen.
Vielleicht sollte ich ölen. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Waschbecken. Und weg damit. Ey! 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 Oh! Oh! Oh, da sehe ich gerade eben schon, dass da sehr viel anscheinend da drin ist. Jetzt hat! Okay, ich weiß es nicht, für was ich das jetzt gebraucht. Ich probiere mal im nächsten Part das Gelege irgendwie wegzubringen. Ich weiß es noch nicht, wie ich das machen muss. Ich muss mal ein paar Aufnahmetests machen und dann schauen wir mal. Also entweder für das oder für das Sofa. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Okay. Gut, aber das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt brauche für diesen Sofa. Scheiße, ich weiß es nicht. Aber der sagt ja irgendwas wegen appetitlich und da ist ja irgendwas wegen Essenskrümel und Blach. Deswegen versuche ich es einfach mal mit dem Blach. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Jawohl. Was so? Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay. Hm. Da kriege ich ja richtig Hunger. Hm. Oh, lecker. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Die Reise wird lang. Und das Kotzen groß. Okay, wenigstens haben wir das schon mal. Aber jetzt ist nur noch das Problem. Jetzt weiß ich ja... War das gerade ein Smiley-Face? Egal. Jetzt ist ja gerade nur noch das Problem, dass ich ja das anscheinend nicht hinbekomme gerade. Vielleicht kann ich... Mit dem Handschweißgerät ist einfach irgendwie... Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Oh, diese Lags immer, das ist doch schlecht. Verdammt! Ah! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Schade. Okay, haben wir noch irgendwas? Vielleicht mit den Socken? Nee. Also mit der Gabel funktioniert's nicht, mit dem genauso nicht. Vielleicht mit dem Waschmittel. Man weiß ja nie. Man kann es ja mal ausprobieren, nicht? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Möbel putzen? Geht's noch? Ich meine, es sind Möbel. Es ist nicht so, als würden sie oft bei Regen draußen im Schlamm spielen. Okay, gut. Mann, hätte es ja mal ausprobieren können. Hm. Also, warte mal, das Essen habe ich jetzt für... Vielleicht kann ich mit dem Topf einfach draufschlagen. Weil ich meine, wenn man auf irgendwas draufsteckt, dann funktioniert es immer. Hm, verschlossen. Hä? Hm, verschlossen. Okay, ich dachte jetzt, der macht doch irgendwas mit dem, aber okay. Kann ich vielleicht... Das ist so eine... Oh, da kriege ich ja richtiges Schütteln hier, ey. Das ist kein Wasser! Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Meine Güte, jetzt können wir da bestimmt die Socken waschen. Komm. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Hm, schade nur, dass der Topf nicht kocht. Okay. Erstmal das Waschmittel vielleicht. Ah, Fortschritt. Geil. Oh Leute, es tut mir leid, dass es so rumlegt, aber... Da soll Toni nochmal sagen. Ja, okay. Das sagtest du gerade eben schon? Nein. Hm. Ah! Es muss gekocht werden. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. Okay. Ah, okay, jetzt. Okay, 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 okay. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber... Ich möchte schon ein bisschen auch was aufnehmen, ein paar Parts zusammenkommen. Und ich dann wahrscheinlich danach irgendwie, das Lägen hier irgendwie schalten kann. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Also erstmal den. Um dir den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Nein, Kopf. Nein, Und rein damit.
Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Autsch! Das ist ja heiß. Autsch! Das... Da soll Toni noch mal... Niemals! In diesem Müll zwei gleiche Socken zu finden, war schwierig genug. Socken, check. Proviant. Vielleicht kann ich die Zahnbürste anfackeln. Proviant, check. Eine für sofort und eine für unterwegs. Okay. Aber ich meine, warum soll ich bitte schön das anzünden? Das macht gerade irgendwie gar keinen Sinn. Doch, ich geh... Ah! Gott, das ist doch die Kiste, die mir mein bevor er mich... Das wollte ich will sie das nicht. Wollte ich will das, keine. Na, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich habe da nur aus Versehen drauf gedrückt. Meine Güte. Ich wollte nur das Inventar öffnen. Was zur Wasabi? Kann ich damit irgendwie da? Stunkle Ecke. Das wäre ein super Köder. Ja. Aber ohne Fallen total verschwendet. Aber ohne Fallen, so viele Fallen. Jetzt wird's wieder lustig wegen meinen Fallen. Was ist das da eigentlich? Ist das die Waschmaschine? Keine Ahnung. Wobei nein, es ist keine Waschmaschine. Wäsche wird ja da in diesem Topf gewaschen. Ich glaube mal, aber wenn ich das... Boah, ich gehe die ganze Zeit nach unten. Das ist doch dumm. Ich bin das gewohnt von einem anderen Spiel. Da geht mir mit meiner Maus nach unten und dann kommt es nach oben. Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Und ich hasse es, dass es rumlegt. Das muss ich bei den nächsten Parts dann ändern. Irgendwie. Also versuchen. Ich weiß nicht. Jetzt probiere ich aber erstmal die Zahnbürsten noch zu bekommen und danach war es das erstmal. Dann habe ich erstmal ein paar Sachen zusammen. Eigentlich. Toilettentür. Waschbecken. Ich glaube mal nicht, dass ich das. Also irgendwas muss es noch mit der Toilette zu tun haben. Das kann ja nicht sein, dass er für die Toilette einfach da ist. Ja, da war wieder meine Doppelklickmaus wieder am Werk. Nimm die Wasabi und steck sie
Doch, ins Waschbecken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. Ah. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Okay, ich hab's verstanden, dass du rumlegst. Gut, Leute, dann würde ich einfach an der Stelle sagen, dass ich es an dieser Stelle lasse und dann dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich da wieder aufnehmen tue, versuche ich dann diese ganzen Lags irgendwie zu verhindern, irgendwie, dass ich das anders hinbekomme. Wahrscheinlich probiere ich es einfach mal ohne Fraps aufzunehmen oder irgendwie was an Fraps zu ändern, damit das besser aufgenommen wird, weil so ist es ein bisschen scheiße. Aber gut, das war erstmal der erste Part oder sag mal so die erste Aufnahme von Deponia. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich daraus schnibbeln werde. Ja, das war der erste Part und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da würde ich mal sagen, geh schon mal hier drauf, ey. Und speichere mal voll krass ab, ey. Okay. Okay. Das hat gespeichert. Schön. Mit meinem schönen Ladescreen da drauf. Hauptmenü, sagte ich. Schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle lassen wir es und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Deponia. Sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Okay. Erleben nicht. Das kann ich ja nicht öffnen. Simon, das ist aber die beste Tür ever. Eieiei. Nein, das ist. Game over. Fine. Game over. Oh, man.